dürfen wir mal lachen. Spaß gibt es hier nicht. Wie heißt das Wort? Was ist das hier? Wir haben Eis bestellt. Warum nicht Eis verstecken? So schaut es unter Duhl, glaube ich. Stell die Pflanze einfach ein bisschen weiter davor. Ja. Denn die Pflanze draußen, geil, die hat schon Fietel schon abgefressen, die Pflanze da. Da fehlen schon 10 Stängel dran. Ach, den kann ich auch mal wieder mitbringen, ne? Den auch angefressen? Bist du wahnsinnig, jetzt zähl ich mir die ganze Bude und scheiß mich auf den Teppich. Guck dir mal diese Flecken an da. Hör doch Carsten draußen an, Mann. Panik, wie immer. Telefonieren. Der Schauspieler, Timo. Alter. Ja, ich tue mal, wenn ich beschäftigt wäre. Zu früh. Irrenhaus, was ein totales Irrenhaus das ist. Und wir haben uns gerade noch über etwas unterhalten. Über was Ernstes. Was macht der da? Du hast schon einen Kaffee gekauft, oder? Timo ist gerade über Berggas. Ja, ich schenke mal einen von meinem. 5 Euro im Pott. 5 Euro im Pott schmeißt du. Hier. 5 Euro kommen im Pott, mein Freund. Wenn es hier Geruchsvideo geben würde, ne? Ah, dieses Aroma, ne? Diese dein Kaffee ist er nicht. Diese. Na, guck mal, hier. Da ist der bestellte Kaffee, den ich bestellen musste. Wegen dir. Hier, du kriegst hier. Föhrkaffee drin. Da ist kein Föhrkaffee drin. Das ist ja noch eingepackt. Erzähl du noch eben mehr Scheiße, ne? Wie noch mehr im Theater. Na, das, erzähl du noch eben mehr Blödsinn. Das riechst du doch schon. Aber erzähl nicht so einen Scheiß. Das, was du sonst kaufst, ist doch immer Plörre. Natürlich ist das Plörre, aber darf ich ja nicht sagen. Oh, ja. Der Föhrkaffee, ne? Ja. Der ist echt. Föhrkaffee hier! Da ist nicht ein Föhrkaffee drin. Guck dir doch mal an. Alles weil der so begehrt war, den haben sie dir aus die Schränke gerissen. War ja voll. Letzte Woche war der noch voll. Habe ich einen Graben gekippt, um zu hoffen, dass er von Kaffeebaum aus wächst. Haben wir der Feuerwehr auf Längen Süd gespendet? Du la! Oh. Du lutschst doch die Bohnen! Die trinkst du doch noch nicht mal! Du lutschst! Was für Bohnen lutschst du? Ja, hier diese Bohnen hier! Diese Räucherbohnen da! Bist du pervers? Die lutschst du! Hier Räucherbohnen da! Guck mal hier, das ist auch schon wieder so geil! Gähnende Leere! Ich habe wieder keins gekriegt! Keins habe ich gekriegt. Aber hier ist so ein Croissant drin. Ja, das Croissant, das kannst du dir auch an der Wand nagen. Wolle, wann macht ihr denn bei Förch Croissants? Croissants? Ja, das muss ich anregen. Dieses Thema muss ich anregen. Obwohl, ich kann also, jeder wieder ganz da oben. Ich selber mache ja keine Croissants. Deswegen ist das für mich nicht ganz so interessant. Und dann geht er wieder nach oben in die ganz große Abteilung und sagt, ich habe Auftrag für euch. Ja. Wie bei uns. Ja, ganz und er kassiert dafür immer alle die Ideenprovision. So. Wir geben ihm die Ideen und wir müssen noch teuer bezahlen, wenn er mir irgendwas aufschreibt. Weißt du, ich gucke noch schöner draußen. Wenn er so schönes, warmes Wetter. Außerdem hast du schon mal was vom Energiesparen gehört in der heutigen Zeit. Was für Sparen? Ja, guck mal an, die Lampe, die brennt da. Bei helllichem Tag. Sonne kommt rein. Gar nichts müssen wir. So eine Verarsche. Über das Thema wollen wir überhaupt gar nicht. Oh Gott. Das ist jetzt nur teuer stöhnen, die Scheiße. Er dreht nicht wieder auf. Natürlich dreht er wieder auf. Die ganze normale Warnungsarbeit und der muss wieder aufdrehen, weil dann kriegt er nämlich auch die Monikas. Die braucht er nämlich für seinen Scheißkrieg da. So, also wenn der nicht wieder aufdreht, so ein Rumgehetze, so ein Quatsch. Weißt du, wenn ich sowas schon höre, du kriegst schon wieder. Weißt du, die Welt, ne? Das Schöne ist, weißt du, Ron, du brauchst ihn immer nur so ein Fleischstückchen hinschmeißen, ne? Und schon geht er von 0 auf 500. Das ist immer das Schöne bei Ron. So wollen jetzt auch. Aber denk an deine Gesundheit, Ron. Denk an deine Gesundheit. Wolle, warte. Apropos Gesundheit! Spaghetti-Eis will ich haben, großes. Nee. Ja. Du hast jetzt bei 30 Grad noch jemand fressen oder was? Ja, aber hallo, ich hab Hunger. Ja, da gibt's vorher eine Currywurst und danach ein Spaghetti-Eis. Auch gut, so. Gut. Wer bezahlt? Und bezahlt. ist schon stressig, ne? Nee. Das ist entspannt. So ist Ron entspannt. Du sollst ihn mal erleben, wenn er richtig sauer ist. Ne, Wilke? Das kennst du doch auch. Ja, sicher. Ne? Die faltet er doch auch mal zusammen, oder nicht? Du musst das auch ein bisschen animieren, Wilke. Du. Ronny. Du brauchst was für deine Kamera. Wir müssen Ronny, ja Aufträge schreiben. Was ist das mit Aufträge schreiben? Wir brauchen hier was für Film. Ja, hau weg jetzt. Komm, ich hab einen dritten Kugelschreiber dabei. Du. Brauchst du nicht einen Schritt fassen? Hier. Das war so der Quatsch. Guck mal hier. Kick-Eis. Ja, was? Ist das eigenes kann ich mir nicht leisten. Hast du den schon irgendwo eingeführt? Oder was ist das? Ja, in meine Tasche habe ich den eingeführt. Das ist ein Typ.
bist du. Also. Ja, du bist ein Typ, ja, weißt du. Ja, ich kann auch nichts anderes. Ja. Du sollst dich riechen, du sollst die Bestellung darum geben. Gib mal den Stapel, da weißt du, was das ist? Das ist Werbung, Briefwerbung. Ron Johanning, Briefwerbung. Das sind die Gehälter und Löhne der ganzen Leute. Gehälter, Löhne? Wir haben heute den 12. Ja, 15 gibt's Geld, oder wie ist das? Wir können nicht so mal fürcht machen, wo man gleich 20 Millionen im Monat ausgeben kann für Gehälter gleich beim ersten, weil das Geld ja immer nur so reinspült. Das scheiße, 15, da bin ich ja verhungert. Vom 15 zum 15 sind die Baubranche ganz üblich. Du kriegst am ersten Abschlag und am 15 den Rest. Ja, so, guck dir das jetzt scheiße mal an, weißt du, wie viele Leute das sind? Ich weiß auch gar nicht. Warum sagst du mir das denn nicht vorher? Dann komme ich am 8. Weißt du, dann hast du doch Geld und dann sind die ganzen Briefe nicht auf dem Tisch. Ich komme, wenn ich Glück habe, heute Abend noch. Und ich jetzt ja. So ja, genau so. Wollte ich das gar nicht wissen. Ja, wolltest du ganz genau wissen, so, ne? Genau, ja. Falls du das schön lässt, muss ich mal eben umdrehen, weil der erste oben drauf steht, bin ich. Und der letzte auch. Ja. Durchgehend. Das musst du filmen hier. Ganz tolle Angebote von Föhrich. Habe ich zusammengefasst für Ron. Ja, guck da rein. Das sind Geschenke, sind das. Damit kannst du nicht mal einen Dote hauen. Da habe ich ganz oben bin ich hingegangen, habe gesagt, nein, unsere Wasserwagen müssen für die Zukunft in Blau sein. Vereinsfarben von Ron Johanning. Aber 59 Euro. Für 5 Wasserwagen. Ja, das kann ja nur Müll sein. Das ist eine gute Standard-Alu-Wasserwaage. Da sind nicht mal Magneten drin, bitte. Vor 20 Jahren hieß es immer schon, ein Wasserwaage-Set gibt immer. Ist ja noch ganz dicht. Ist ja nicht drin, ne? Ja, du kaufst ja die ganz hochwertig. Ja, was soll ich denn mit so einem Schrott? Die fahren einmal eine Runde, sind die kaputt. Ich lege den Sprinter, lege oben was drauf, dann kannst du die wegschmeißen. Für die, die diese Wasserwaage sowieso nicht benutzen können. Nee, sowas ist, also ganz ehrlich, wenn sowas kauft, ne? Er hat mit Handwerk auch nichts zu tun. Der kann gleich weg. Auch streichen, die Aufträge mir geben. Hat nichts zu tun. Nee, der muss auch vernünftigen Scheiß haben. Was willst du mit so einem... Es ist schön, dass die blau sind. Wenn jetzt Ronjo draufstehen würde und ich führe, dann wäre dann auch mal was. Aber das können wir auch billiger selbst machen. Natürlich. Fein. Das, ne? Das kann ich hinten und ein C-Profil zusammennageln, so ein Scheißding, du. Ah. Die Bolzenanker und Setzgerät. Der weiß gar nicht, was gut ist. Der will für 3 Rollen Trennwandband haben. 95er. Da willst du 11,90 Euro für haben. Da kaufe ich einen ganzen Karton für. Mit 20 Rollen drin. Du weißt doch gar nicht, was du kaufst. Du. Und du weißt auch nicht, was im Karton drin sitzt. Da kann auch nur 1 Meter drin sitzen. Das merkst du gar nicht. Das sind 25 Meter Rollen, Junge. Das ist immer so gewesen. Ja, 25 Meter Rollen, 15 Rollen in Karton. So. Das kostet 10 Euro. Und nicht 10 Euro, 2 Rollen. Machst du schon wieder hier Schmu? Nein. Der ist ein Scheiß, wo der neben steht. Das ist ein unmöglicher Typ. Ist das. Weißt du das? Du kriegst schon wieder. Hier, PU-Schaum. PU-Schaum müssen wir übrigens haben. 2K ist wichtig. Zahnschaum, ne? Ja. Wie viel? Palette? Er hat schon wieder so ein Fragezeichen. Er weiß gar nicht, wovon ich rede. Natürlich, PU-Schaum 2K für Innentür. Ich hau die Palette gleich im Hals. So, 2K-Schaum. Ja, sonst brauchst du gar nicht aufschreiben. Das war gar nicht so. Schaum, so. Ja, wie viel? Ja, wie viel? Hier, was kostet so eine Scheißbulle? Ja, will ich dir nicht sagen, ne? Weil er genau weiß, dass er mich bescheißt und andere Kunden das billiger kriegen. Na, das ist ja das Problem. Ich kann den Preis nicht sagen, weil du ja immer Spezialpreise bekommst. Ja, ja. Na, da kriege ich ja Ärger mit meinen anderen Kunden. Ja. Das ist das ja. Ein Feilsatz. So eine scheiße Feilsatz für 29,90 kann auch nur Müll sein. Setzt du einmal an, Krock, ist er abgebrochen. Aber auch nur bei der Palette, ne? Und nur bei der Palette gibt es einen Spezialpreis. So. Mögelkasten, Krambar. Der hat einen Auftrag im Kasten, ne? So. Und den zweiten habe ich schon in der Tasche, da weiß er doch noch nichts von. Weil er braucht nämlich auch Handschuhe. Baukeile, hier, schreib auf, aber nicht für 15,90. Baukeile ist halt nur ein Eimer. 12-mal Baukeile, 1,8, dann bist du noch ganz dicht. 2 Eimer. Das war es das letzte Mal. Randschaufel, Alu, 19,90. Kostet 10 Euro so eine Schaufel. 2 Stück. Schrauben, ja.
Dann bin ich jetzt alle so auf dem Transport. Wenn ich das alle so verankern will, ne? Das kann doch keiner lesen, Wilke. Du, meine Hieroglyphen kann. Aber das ist hier. Hier liegen meine anständigen Bleche. Eine Gartenschere, Astschere, bist du noch ganz dicht. Aber sind wir hier beim Galabau oder was? Mensch. Braucht keinen Schwanz, eine Gartenschere und eine Astschere. Dafür gibt es einen Galabau, den rufe ich einfach die Scheiße fertig. Aus Friesland hat jeder einen Garten. Du auch. Ich hab keinen Garten. Du sitzt auch haben. Schöne Dank. Ich sitze auf meinem Balkon. Und deine Frau? 2,125 Quadratmeter und freue mich. Deine Frau hat auch eine Föhrgartenschere. Die hast du nur noch nie gesehen. Meine Frau. Weil du ja immer nur sitzt. Ich hab eine Föhrgartenschere. Ja, das war auch vielleicht Baudi, ne? Baudi, oder? War das Baudi war das. Den hab ich auch gekauft. Hier, Schweißgerät. Hier für 399 Euro willst du mir ein Schweißgerät verkaufen? Da kann ich gleich in den Container schmeißen. Was willst du mit so einem Scheiß? Du kannst das sowieso nicht schmeißen. Da, weißt du doch, da brauchst du doch kein Hightech-Gerät. Das willst du wohl wissen, ob ich wohl schmeißen kann. Da brauchst du doch kein Hightech-Gerät für 2.500. Ich schmeiße die ganze AIDA zusammen. Da brauche ich keinen Roboter für. Ja. Mhm. Ich kann nicht schmeißen. Er hat wohl einen Kolben in der Hand gehabt, aber noch nie einen Schweißkolben. Das ist zu sehen, was ich mal kann. Ja, der Rondo. Hat er mal was von gelesen, hat er da gelesen. Und unterschätze nie deine Feinde, das weißt du. Ja, wir sind doch Freunde. Ron, wir beide sind doch Freunde. Nie gewesen, das ist eine reine geschäftliche, doch, wir beide platonische, geschäftliche Beziehung. Eine Quatschkopf. So. Außer das eine Mal, wo du mich zum Essen eingeladen so, hast. Das Steak, ne? Das fette Steak, ne? Ja, das Steak, was wir kaum auf dem Teller passt. Gegessen haben, die auf dem Tisch lag. Ja. Aber er hatte Sushi. Abwaschen musste ich da in einem Restaurant, weil mein Geld hat nicht gelangt. Und er hat sich hier. Du hast doch so dekadent aufgetragen. Was kann ich da denn für? Ich bestelle mir kleine Schnittchen mit einer Kartoffel bestelle ich mir. Weißt du, so ein bisschen Böhnchen aufzu. So soll ich, war schon zu viel, der Klecks. Ne? Und du als dekadent, ja, er hat immer Schnecken gefressen vorweg. Schnecken in Käse-Sahnesoße. Weißt du, da kosten die Schnecken schon, davon drei Schnecken, ne? Die kosten schon 89 Euro. Ich habe eine Frage, waren die Schnecken von Förch? Wieso liebe Schnecken. Oh, Schnecken schön in Knoblauchsoße. Oh, das ist für mich ist das. Sowas kennen Ron und ich nicht, weil wir das Geld dafür nicht haben. Ja. Danke. Nee, Ron nimmt ja nur 900 Gramm Steak. Ne? Enrico. Hast du ja auch bezahlt. Oder ja, Enrico, was sage ich? Argentinisches Rind. Ja, stimmt, das habe ich ja bezahlt. Du hast das bezahlt. Das habe ich ja bezahlt. Oh. Bei deiner nächsten Bestellung, ja. Ja, so sieht's nämlich aus. Das ist ein Dreck. Oh, ist das ein Arschloch. Ich hab das vorgestreckt, das Geld sozusagen. Vorgestreckt. Geliehen. Ich wollte aber nicht, mir kann's doch auch einmal gut gehen, oder nicht? Ich habe gedacht, Wolle, Mensch, wenn der schon mal was macht, muss man ja so mitnehmen. Du weil bist einmal ja mit Lächeln im Jahr, aus dem Restaurant rausgekommen. Einmal im Jahr möchte ich auch ein vernünftiges Stück Fleisch essen. Ne? Ja. So. Und dann kann ich nur, wenn andere mich einladen. Ich selber kann es nicht. Dabei, bin der ärmsten einer. Dabei rufen sie schon im Restaurant unter Johannin, kennen sie ihn gar nicht. Ronny! Das stimmt doch gar nicht. So oft, du bist ja jeden Tag da. Jeden Tag. Ich sag hier, ich habe einen Tisch bestellt für Johannin. Johannin kenne ich nicht. Ne? Ich sag Ron. Ach, Ronny, mein unser bester Freund, der uns den Monatsumsatz hier bringt. Der kommt schon wieder, jeden Tag frisst er hier 900 Gramm Steak. Ne? Argentinisches Rind. Hier, da, das ist aus dem Allgäu. Ja, eine ganz kleine Rösterei aus dem Allgäu. Der nimmt jede Bohne noch in der Hand, dreht das Teil, weißt du? Mir willst du was über Energieverschwendung sagen und ihr kauft jetzt die Scheiße aus dem Allgäu? Ja, wir unterstützen die kleinen. Gefälligst aus Kolumbien oder Brasilien, da hinten, der ganze Käffe. Da kommt das gefälligst weg, der nicht aus dem Allgäu. Der nimmt noch die Bohne in der Hand. Das, was du da hinten hast, ne? Da. Das geht durch die Waschmaschine. Also hier ist nur Scheiße. Da kannst du nichts mitwerden. Macht nichts, du brauchst Handschuhe, Ron. Nee, Handschuhe habe ich doch, ich habe Handschuhe satt. Die Jungs so sagen, einfach, es sind keine Handschuhe mehr da. Die Jungs sagen, da war ja hier alles im Lager und ich werde nichts mehr hinlegen. Idioten, gehen wir gleich im Hinten hin. Was ist hier mit den Wasserwagen denn jetzt? Ja, was soll damit sein? Was kostet die jetzt für mich hier alles zusammen? Ja, da steht doch drauf, kannst du nicht lesen oder was? Bist du denn bescheuert oder was mit dir nicht? 59! Lieber mal am Ende Juli. Was heißt das? Ihr Preis war an, weil ihr nicht mal habt? 59, 90. Was seid ihr für Arsch? Nein, die Nachfrage ist da so groß, ja, das kann nur in Etappen funktionieren. Der Typ, das kann nur in Etappen funktionieren. Der Typ.